Ich würde ja da schon fast sagen, was für eine ausweglose Situation. Und wie kann Wilbur da nur so rumhängen? Na gut, wollen wir mal schauen. Also wir hängen hier fest. Ich hoffe sehr, dass das kein Schüler war. Und ich hoffe, dass ich nicht als weiteres Skelett an der Decke enden werde. Was durchaus möglich sein kann, wenn du hier so weiterhin rumhängst. Ja, irgendwie mal schauen. Der Vorhang zu meinem Zimmer löst sich langsam auf. Eigentlich müsste mal jemand den ganzen Klassenraum von Grund auf aufräumen. Ja, das sagtest du aber meine bereits ich schon, mich. Wilbur. Ich komm auch hier nirgendwo hin. Lass dir das Ich muss mich so schnell wie möglich befreien und Munkus hinterher. Jede Minute kann entscheidend sein. Ja, dann mach doch mal was. Ah, hier, schwinge hinüber zum Käfig. Genau das habe ich gehofft, dass er macht. Mit Widerwillen anscheinend. Ja, das sieht doch gut aus. Aber beim nächsten Mal. Ja, wir haben... Weiter komme ich nicht rüber. Aber ich habe den Schädel und einen kleineren Knochen, der an ihm dranhing. Super. Damit kannst du doch bestimmt die Fesseln lösen. Habe ich zumindest jetzt gehofft. Es ist kein menschlicher Schädel. Dafür ist er zu klein und zu schwer. Ich tippe auf irgendein Tier oder magisches Wesen, das regelmäßig mit dem Kopf durch die Wände gehen musste. Ja. Kein Wunder, dass der Knochen am Schädel hing. Er ist wie ein Haken geformt und kann sich überall gut festhalten. Ja, dann halte ich doch damit am Käfig gegenüber fest. Oder auch nirgendwo. Ich glaube, das war's dann erstmal, oder? Ich glaube, da liegt der Schlüssel für die Fußketten. Man hat ihn mir zusammen mit den anderen Schlüsseln übergeben, als ich den Lehrerjob angenommen habe. Aha. Nur noch ein Stück. Wir Gnome sind von Natur aus Optimisten, wenn es um körperliche Merkmale geht. Aber ich befürchte, der Schlüssel ist doch knapp außerhalb meiner Reichweite. Hi. Timmy! Was? Was machen Sie denn da, Herr Professor? Boah, ich hänge so ein bisschen ab. Eine lange Geschichte. Du musst mich befreien, hörst du? Ganz schnell. Ja. Darf ich jetzt Timmy steuern? Okay, was soll ich tun? Ganz ruhig, Timmy. Ich benötige diesen Schlüssel. Der Schlüssel auf dem Schreibtisch, Timmy. Kannst du ihn erreichen? Ich komm da nicht hoch! Ich dachte, du kannst gut klettern. Ja, aber nicht fliegen! Wir lassen uns was einfallen. Na gut, dann nimm du doch einfach den Haken. Hey, Timmy! Ich hab hier was für dich. Fang! Sehr gut. Damit... Irgendwie müssen wir Timmy auf den Tisch bekommen. Ja, dann kriegt er halt noch den Schädel. Der Schädel ist ziemlich schwer. Vermutlich würde er Timmy zerquetschen. Und wenn ich ihn auf den Boden werfe, könnte er kaputt gehen. Besser, ich behalte ihn. Na gut. Lass Timmy einen Faden... Timmy, ein Faden vom Vorhang. Kannst du einen abnagen? Sehr gut. Sehr gut. Knote den Faden bitte an den Haken. Ausgezeichnet. Ein Enterhaken. Das ist doch schon mal super. Da liegt der Kannst Zauberstab. Kannst du den Zauberstab genau. hochwerfen, Timmy? Der sieht schwer aus. Versuch es. Kaputt gehen kann er ja nicht, wie wir vorhin gemerkt haben. Na, ja, schade. Naja, guter Versuch, Timmy. Okay, aber immerhin hat er ja jetzt den Enterhaken. Kommst quasi du mit dem gebastelt. Enterhaken auf den Tisch, Timmy?
Da liegt ein Lineal. Super. Super. Mein Reden. Ein hölzernes Lineal. Früher wurden die nicht nur verwendet, um gerade Linien zu zeichnen und Strecken abzumessen, sondern auch als Rohrstockersatz. Den In Ordnung. Schlüssel. Schnapp dir den Schlüssel. Und jetzt, Das Lineal, Tim. Kannst du es knapp zur Hälfte über die Kante des Schreibtisches schieben? Ich habe da so eine Idee. Ja, als Sprungbrett benutzen, das ist eigentlich eine super Idee. Da kann er nämlich doch fliegen. Gut so. Jetzt, Palme. Das Lineal liegt etwa zur Hälfte auf dem Tisch. Die andere Hälfte steht in der Luft. Ah, und jetzt den Schädel draufwerfen. Na gut, so geht's natürlich auch. Okay, Timmy, das wird jetzt heikel. Stell dich bitte aufs Ende des Lineals. Ich weiß, die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Aber wir müssen es versuchen. Die Zeit läuft uns davon. Davon haben wir nicht mehr viel. Ach, Timmy, bereit? Sei mal nicht so ängstlich. Los! Hui! Na, wie haben wir das gemacht? Die Fußfesseln, schnell! Sehr gut. Ich liebe es, wenn ein Plan... Ja! Ja. Nun ja, ich bin frei. Besser als nix. Gut gemacht. Hör zu, Timmy. Du läufst jetzt so schnell wie es geht zu deinem Onkel Remy und sagst ihm, dass ein Anschlag auf den Erzmagier geplant ist. Verstanden? Ein Anschlag auf Meister Alistair? Der Gestaltwandler Mokus steckt dahinter. Und er hat einen Golem. Meinen Golem. Wir schaffen das schon. Ich hole Onkel Remy. Sehr gut. Du nimmst jetzt noch den Zauberstab mit. Hab ihn. Hoffen wir, dass ich damit etwas ausrichten kann. Das hoffe ich auch. Ich vermute mal, dass es das jetzt hier gewesen ist. Ich kann es mir nochmal die Tür ansehen. Habe ich in meinem Zimmer etwas, das mir weiterhelfen könnte? Nein, ich glaube nicht. Nö, dann war es das. Also gut, verlasse das also Klassenzimmer. Los. Auf zum Onkus. Ach, die Schildwache. Schildträger, Schildwache, ja. Ich muss in die Halle. Sofort. Halt! Zugang nur mit schriftlicher Einladung. Oh. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Schildträger. Du wirst mich da reinlassen. Nanu, solche Töne vom ach so freundlichen kleinen Wetterquarz? Auf der Stelle. Ich denke nicht. Ich denke, du solltest... Und jetzt sind wir wohl drin. Gerade noch rechtzeitig. Ah, Wilbur, schön dich zu sehen. Hallo, Erzmagier. Auch schön, Nein! Sie zu sehen. Nein! Nein! Ja! Genug davon! Ich hätte wissen müssen, dass du hinter der Sache steckst, Mokus. Du hast zum letzten Mal Unfrieden gestiftet. Ich lasse dich gefangen nehmen und... Unmöglich! Was zum... Hauptsache Unfug. Ja...
Wir haben einen Eindringling! Wilbur Wetterquarz! Was zum... Sie sind zu spät, Schildträger! Der Erzmagier wurde ermordet! Von ihm! Aber das... wie... Das war aber gar nicht Wilbur. Er hat den Anführer der Allianz ermordet, was mich zur neuen Anführerin macht. Verhaften Sie ihn, Schildträger! Ganz genau, die Tochter, der Frosch, Mokus. Ja, Mokus. Aber... Wilbur, hier entlang! Schnell, leg den hier an! Aufhalten! Verkleinert. Was ist mit mir? Ja. Aus dem Weg! Ah, du kannst wohl nicht zaubern. Ja. Da ist der Wilbur wieder klein. Wir müssen... Wir können im Moment nichts tun. Wir sollten erstmal die Lage sondieren und Informationen sammeln. Was ist genau passiert? Ja, Munko steckt hinter allem. Der Golem, er hat nie meinen Befehlen gehorcht. Wir müssen wieder darauf und den Erzmagier retten. Munko steckt natürlich Munkus dahinter. Munko steckt hinter allem. Er hat uns reingelegt. Munko? Der Hexenmeister? Ja. Er kann sich mit Hilfe seines Amuletts verwandeln. Er ist in die Rolle des Straßenjungen und des Schuldirektors geschlüpft. Zumindest zeitweise. Wir haben ihn im Turm des Bösen nie gefunden. Wie auch? Vermutlich hat er sich als einer unserer Soldaten getarnt und ist mit uns nach Seefels gekommen. Das kann durchaus sein. Der Golem hat nie wirklich mir gehorcht. Diese verdammte magische Schiefertafel hat ihm seine wahren Befehle eingeflüstert. Ich habe die Waffe gebaut, mit der Erzmagier ermordet werden sollte. Wenn du jemandem Vorwürfe machen willst, dann fang mit mir an. Ich habe dich ermutigt, das Ding zu bauen. Dabei wäre es meine Aufgabe gewesen, nicht nur an das Gute zu denken, das er bewirken könnte. Und dein Zauberstab? Was hat es damit auf sich? Der Erzmagier ist der mächtigste Magier, den ich kenne. Und ich habe gesehen, wie er in einen Frosch verwandelt wurde. Einfach so. Ich weiß es nicht. Er hat sich schon gestern im Unterricht seltsam verhalten. Ja. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so eine Macht besitzen würde, dass sogar ein kleines Mädchen... Es war immer nur der Stab. Er hat die ganze Zeit gezaubert, nicht ich. Er ist so mächtig, dass sogar ein kleines Mädchen... Es ist alles meine Schuld. Ich habe Munkus nicht erkannt. Und ich habe nicht erkannt, welch dunkle Macht von meinem Zauberstab ausgeht, weil... Wilbur. Weil ich in Wirklichkeit gar kein Magier bin. Oh. Hat er jetzt die Wahrheit erkannt, oder ist er einfach nur traurig, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Armer Wilbur. Und er liegt immer noch da. Wie ist die Lage? Nicht gut. Noch zwei von uns wurden zu Hamstern verwandelt. Die Stadt ist ein Albtraum in Pink. Der Widerstand ist zusammengebrochen und die Unterstadt kommt einer Geisterstadt gleich. Die Kleine verwandelt jeden, der ihrer Mutter im Weg ist. Man kann sich nicht dagegen wehren. Wie geht es unseren Patienten? Nicht besser. Komm schon, Wilbur, das kann doch nicht so weitergehen. Du liegst schon seit Tagen da. Wir brauchen deine Hilfe. Geh weg. Geh weg. Komm schon. Wir müssen Van Burens Tochter den Zauberstab abnehmen und eine Möglichkeit finden, ihn zu zerstören. Und niemand von uns kennt sich mit Magie oder Zauberstäben aus. Du bist der Einzige, der sich damit beschäftigt hat. Ja. Ich hätte nie in Seefels bleiben sollen, Remy. Ich will nach Hause. Vielleicht wärst du im Weißkammgebirge in Sicherheit. Zunächst. Aber was machst du, wenn Van Buren eines Tages an deine Tür klopft und du in der Falle sitzt? Dann würdest du dir wünschen, gegen sie gekämpft zu haben, als es noch Hoffnung gab.
Richtig. Sucht euch jemanden, der mehr Ahnung von Magie hat als ich. Sollte nicht schwierig sein. In der Stadt gibt es keine Magier mehr. Die meisten sind geflohen oder wurden von Van Buren verwandelt. Du bist der Einzige, der übrig ist. Ja, aber wenn er ja gar nicht wirklich zaubern kann, was er anscheinend gerade festgestellt hat. Ich habe doch gar keine Ahnung von Magie. Ich habe mit einem Zauberstab herumgefuchtelt und wenn's gut lief, konnte ich damit ein Kaminfeuer entfachen. Ein kleines Mädchen kann mit demselben Stab ganze Städte verwandeln. Trotzdem kennst du dich mit Magie besser aus als wir. Und du hast deinen legendären Einfallsreichtum. Und was hat mir der gebracht? Ich habe den Erzmagier getötet und die Welt ins Chaos gestürzt. Naja, getötet ist er ja noch gar nicht. In dieser Welt herrscht immer Chaos. Und Alistair könnte noch leben. Das ist das, was ich sage. Aber warum sollte Van Buren den Erzmagier am Leben lassen? Warum nicht? Sie fühlt sich unbesiegbar und könnte ihn als Trophäe behalten. Van Buren hat die große Halle in der Schule zu ihrem Hauptquartier gemacht, weil sich das Büro des Erzmagiers im Magierturm vor ihr versteckt. Alle Rattenlöcher in der Schule wurden verschlossen. Wir wissen nicht, was dort vor sich geht. Oh Mann. Die denken zumindest mit. Du hast mir damals den Stab gegeben. Woher hattest du ihn? Ich bin auf dem Weg dorthin und suche nach Hinweisen, wie man ihn vernichten könnte. Kommst du mit? Ich kann nicht. Ich würde alles nur noch schlimmer machen. Nein, würdest du nicht. Und du hast lange genug in Selbstmitleid gebadet. Hey! Beim Widerstand ist kein Platz für Faulenzer oder Feiglinge. Das ist nicht... Ja, was ist es nicht, Wilbur? Du hast ja recht. Einsichtiger Wilbur. Ich gehe zurück ins Weißkammgebirge. Oh. Also schön. Dann geh nach Hause und warte, bis der Krieg zu dir kommt. Aber mein Ring bleibt hier. Hey, nicht! Wenn du wissen willst, was es mit dem Zauberstab auf sich hat, findest du mich am dunklen Schacht. Am dunklen Schacht. Remy! Ob das nicht ein bisschen zu vorschnell war? Von Wilbur? Ich glaube schon.